Hallo und herzlich willkommen jetzt also zur Probe für diese lineare Gleichung mit Plus-Minus-Klammern lösen. Diese Gleichung hier sollten wir lösen, haben wir gemacht und haben x gleich minus ein Fünftel rausgekriegt. Nun wollen wir natürlich sicher sein, dass wir die Hausaufgaben richtig gemacht haben oder ich möchte gerne sicher sein, dass ich in der Klausur oder in der Klassenarbeit auch die richtigen Punkte dafür kriege, also die volle Punktzahl. Also muss ich das gerne wohl oder übel schweren Herzens einsetzen. Denn hier steht ja ein x, da steht ein x, da steht ein x, da steht ein x und hier steht x soll gleich minus ein Fünftel sein, damit das hier eine wahre Aussage ist. Na gut, dann mache ich das mal. 26 mal minus ein Fünftel und jetzt sollte ich das gerne hier oben eingeben, tatsächlich in die Originalgleichung. Es könnte ja sein, dass ich an der Stelle schon einen Fehler gemacht habe. Deswegen minus, Klammer auf, 14 plus 19 mal minus ein Fünftel. Und Mal und Minus dürfen hier auch nicht so aufeinander hängen. Deswegen muss man eine negative Zahl, also eine Zahl mit einem Vorzeichen, wenn man sie multipliziert mit einer anderen Zahl, auch gerne in Klammern absetzen. Hier braucht es natürlich noch die Klammer. Plus 25 plus 21 mal minus ein Fünftel. Können wir auch ruhig die Klammer nehmen. Wobei an der Stelle, ich bleib dabei. Schreib das einfach da rein, dann kannst du hinterher hier dieses Ergebnis und dieses Ergebnis dir reinziehen und dann lässt sich das auch leichter zusammenrechnen. So, für eine Probe muss man jetzt, wenn man hier so wenig Platz hat, nicht unbedingt die ganze Gleichung aufschreiben, sondern man kann auch erstmal nur die linke Seite ausrechnen und dann die rechte Seite ausrechnen. Das werde ich jetzt hier auch machen. 26 mal minus 1 Fünftel ist 26 mal minus 1, minus 26 durch 5. Also minus 26 Fünftel. Das kann man allerdings auch natürlich entweder mit dem Taschenrechner rechnen, dann kommt da minus 5 ein Fünftel raus. Oder man sagt, okay, minus 26 Fünftel ist ja das gleiche wie minus 25 Fünftel minus 1 Fünftel. Und das sind dann minus 5 minus 1 Fünftel und das ist zusammen minus 5 ein Fünftel. Gut. Ansonsten da auch gerne nochmal Bruchrechnung sich angucken. Multiplikation von Brüchen mit ganzen Zahlen müsste es ein Video zu geben. Wenn nicht, dann hau mich und sag mir, mach davon noch ein Video. Gut, hier steht 14 plus 19 mal minus ein Fünftel. 19 mal minus ein Fünftel sind minus 19 Fünftel oder ein Fünftel weniger als 4. Ne? Also minus 3, 4 Fünftel und 14 minus 3, 4 Fünftel sind minus, das ist natürlich dieses hier und das hier sind 10, halt, ja, 10 ist richtig. Ich dachte, ich hätte mich gerade verguckt, aber das soll man ja gerade bei der Probe nicht machen. 10, 1 Fünftel. Nebenbei ist die Probe ja auch nur für einen selbst, deswegen kann ich da auch ruhig sagen, nimm mal ruhig den Taschenrechner irgendwie, weil dann kannst du dir sicher sein und musst dich dabei auch nicht konzentrieren, sondern kannst einfach, konzentrieren schon, aber musst halt nicht die ganzen Rechentechniken nochmal wieder haben, sondern kannst dich darauf konzentrieren, habe ich richtig eingesetzt, habe ich das richtig eingegeben und dann hinterher, wenn was Richtiges rauskommt, dann freut man sich auch und dann ist es auch schnell genug gewesen. Gut, plus 25 plus 21 mal minus 1 Fünftel sind auf die gleiche Art und Weise 20 4 Fünftel. Wenn wir das zusammenrechnen, steht hier minus 5 ein Fünftel minus, vor einer Klammer, wo ein Plus ist, nimmt die Klammern weg und dreht jedes Vorzeichen um. Das hatten wir hier oben schon und beim Rechnen mit negativen Zahlen. Da kann man auch nochmal das Video zu angucken. Plus 20 4 Fünftel brauchen wir die Klammern jetzt auch nicht. Die Klammern habe ich nur deswegen gemacht, damit man hier die einzelnen Ergebnisse voneinander abgrenzen kann. So, jetzt kann man natürlich rechnen, wie man möchte. Ich rechne gerne mit dem höchsten Wert hier los. 20 4 Fünftel minus 10 1 Fünftel sind 20 minus 10 sind 10. 4 Fünftel minus 1 Fünftel sind 3 Fünftel. Also sind das hier schon mal zusammen 10 3 Fünftel. Und davon ziehen wir nochmal 5 1 Fünftel ab. Dann bleiben übrig 5 2 Fünftel. Das kann ich dann hier hinschreiben. 5 2 Fünftel. Und nehme hier diese ganzen Nebenrechnungen in der Probe auch noch weg. Dann kann ich als nächstes mich auf die rechte Seite konzentrieren. Also 29 minus minus 23 mal minus 1 Fünftel plus 19 ist gleich. Okay, hier minus 23 mal minus 1 Fünftel, minus mal minus ist schon mal plus, plus 23 Fünftel. 20 Fünftel sind 4, also sind das hier 4 3 Fünftel. 4 3 Fünftel. 4 3 Fünftel plus 19 sind plus 23 3 Fünftel. Und 29 minus 23 3 Fünftel sind 29 minus 23 sind 6.
Und 6 minus 3 Fünftel, das ist nämlich jetzt hier eine Sache, die ich hier an der Stelle ganz gut mal bringen kann. 23 3 Fünftel sind eigentlich minus 23,6. Da würde man nicht auf die Idee kommen, irgendwie, dass die 3 Fünftel oder die 0,6 irgendwie plus gerechnet werden. Hier steht natürlich 23 plus 3 Fünftel, aber da braucht es halt diese Klammer dann, wenn man das so aufschreiben will. Ja, wenn das jetzt Schwierigkeiten macht, dann sag ruhig mal Bescheid, dann kann ich da vielleicht auch nochmal ein Detailvideo zu machen. 6 minus 3 Fünftel sind tatsächlich 5 2 Fünftel. Wenn man mit einem Taschenrechner rechnet, irgendwie, dann wird das natürlich gar nicht zum Thema werden, aber das will ich trotzdem mal nachgefragt haben. Also, auf der rechten Seite kommt 5 2 Fünftel raus, auf der linken Seite kommt 5 2 Fünftel raus und dann können wir uns natürlich extrem freuen. Und auch noch Ohren dran mal. Ach, Spaß. Jetzt Spaß. Spaß. Und hier nochmal das Schild im Bild. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.